grüß dich, Carlo. Hallo. Schön, dass wir heute bei dir sein dürfen. Carlo, stell dich doch ganz kurz vor, wer bist du und was machst du? Ich bin Carlo, ich bin Betreiber von Carlo G-Style. Ich beschäftige mich mit Männermode. Ich gebe Styleberatung und für Mode und für Fitness. Und vor allem sehr viel mit Freeletics und Ernährung. Wie genau ernährst du dich denn? Gibt es da, bist du vegan, vegetarisch? Wie sieht dein Tagesplan aus? Ja, also vegetarisch, ja, ich finde das aus mehreren Gründen, das ist gut, für mich eine gute Wahl und ich glaube, dass viele das machen können, viele wollen das machen, aber wissen nicht genau, wie man das macht. Also vegetarisch ist deine Wahl und würdest du, also wenn wir jetzt mal ein Frühstück, Mittagessen und Abendessen hernehmen, was isst du da genau? Also in der Regel versuche ich mich so zu ernähren, dass ich halt immer eine Regelmäßigkeit habe. Ich immer nach dem Prinzip 6x1, das heißt seit 6 Tagen versuche ich schon mich richtig darauf zu konzentrieren und an einem Tag etwas lockerer. Und ja, ich denke, dass ich halt zum Beispiel beim Frühstück nehme ich Mehrkornbrot mit etwas Käse. Ich trinke sehr viel Grüntee, das ist halt mehr oder weniger mein Frühstück. Zum Mittag esse ich gerne Linsen. Linsen koche ich oft für 2-3 Tage. Da halt ein Pfund Linsen und mit etwas Tofu reingeschnitten, gut gewürzt und das ist super lecker. Manchmal muss ich halt mich zurückhalten, dass ich nicht auf einmal zu viel davon esse. Und abends versuche ich immer wieder, so oft es geht, Kohlenhydrate zu vermeiden. Das heißt immer eiweißreichliche Essen, so wie Omelette, in unterschiedlichen Konstellationen, ob ich mit Gemüsen das tue, auch mit Tofu, mit Champignons, es gibt halt sehr viele Möglichkeiten. Also wie ich raushöre, hast du dich sehr viel mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Würdest du sagen, dass Ernährung sehr viel wichtiger ist als der Sport, wenn es um eine definierte Figur geht, um Sixpack geht und so weiter? Ja, unbedingt. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die mich immer wieder fragen, nach unterwegs, im Fitnessstudio oder im Sommer, im Freibad, wie man trainiert. Man will auch so ein Sixpack haben. Und ich versuche immer, das klar zu machen, die Ernährung ist ganz wichtig. Die Ernährung ist viel wichtiger sogar. Also Training ist super, um fit zu bleiben, aber die Ernährung macht 70% aus. Und ohne richtige, gute Ernährung wird man es sehr schwer haben. Okay. Jetzt kommen wir ganz kurz zur Sportart. Was genau machst du da alles? Ich kann nicht ruhig bleiben, also ich bewege mich sehr viel und ich deswegen mache ich halt sehr viele Sachen, aber vor allem momentan mache ich halt Freeletics, das mache ich schon um die 2x die Woche Freeletics, da gehe ich noch zusätzlich 2x joggen, dabei mache ich vielleicht 1x davon Intervall joggen und dann gehe ich immer wieder, je nachdem ob Sommer, Winter, ich gehe Beachvolleyball spielen, ich gehe E-Liner fahren und immer andere Sachen. Okay, hauptsächlich draußen, so wie ich das raushöre. Genau, okay. Genau. Ja, draußen ist auch Stichwort für unsere letzte Frage. Du hast ja gesagt, du machst sehr viel mit Styling und so. Wie wichtig siehst du denn ein gut gestylten und vor allem mit schönen Klamotten angezogener Körper? Bringt das die Proportion noch mal besser raus oder hat es damit nichts zu tun? Genau, man kann ja nicht immer oben und unten rumlaufen, auch wenn wir das gerne wollten. Mache ich ja auch immer wieder gerne, je nachdem wo man ist. Aber dadurch, dass man immer Klamotten anziehen soll, man kann sich mit den Klamotten komplett das Ganze ruinieren. Auch wenn man eine sportliche Figur hat, kann man mit den Klamotten das verstecken komplett, die Proportionen schlechter machen, als sie sind. Und auch wenn man jetzt keine so gute Symmetrie hat, kann man das auch viel besser machen mit den richtigen Klamotten, mit der richtigen Passform, mit dem richtigen Stoff, damit man sich wohlfühlt. Da gibt es so viele Möglichkeiten, sehr viel zu machen. Also das ist sehr, sehr, sehr wichtig, finde ich. Okay, dazu verlinke ich euch gleich ein Video auch in der Infobox oder ihr klickt hier einfach oben drauf. Da werden wir mal ein Beispiel sehen, was schlechte Klamotten und sehr gute Klamotten ausmachen. Carlo, dir erstmal vielen lieben Dank für das Interview und wir sehen uns beim nächsten. Alles klar. Bis dann. Ciao.
dann müssen wir natürlich mal unseren Stoffwechseltyp bestimmen. Anhand von dem Stoffwechseltyp entscheidet sich, wie viel Kalorien verbrennen wir. Wir wollen also jetzt keine...